Gut, also schön, dass ihr da seid. Ist vorab ein bisschen schade, ich muss vielleicht die Erwartungen so ein bisschen korrigieren. Und zwar ist der Untertitel jetzt dann doch im Programm leider nicht aufgetaucht, aber ich versuche das so ein bisschen aufzufangen. Und zwar geht es mir darum, die Auswirkungen makrosoziologischer Prozesse in der Hinblick der Diskussion politisch andersdenkender miteinander nachzuweisen. Das Ganze geht von der Annahme aus, dass gerade eine Art neues Gespenst in Europa umgeht, ein Gespenst des Populismus eigentlich. Wir haben Begriffe, die deutungsabhängig sind, wir haben Fakten, die wieder umkämpft gelten oder als umkämpfter gelten als zuvor. Wir leben eine autoritäre Revolte und mit der AfD leider auch eine Partei, der es dann doch in möglichst urteilsfreiem Sinne einen bemerkenswerten Aufstieg gelungen ist. Und zudem im Prozess in Schweiz, Ungarn, Polen, Österreich, es rumort also gewaltig, was eigentlich als Sozialwissenschaftler, als PolitikwissenschaftlerInnen, als SoziologInnen eigentlich hochgradig spannend und interessant ist. Also wir haben eine neue Form der Polarisierung. Die Philosophin Marie-Louise Frick bringt das folgendermaßen auf den Punkt. Sie spricht von aufgeregten Zeiten, was in manchen Augen einen gefährlichen Trend zu überregionalem Autokratismus und Nationalismus spiegelt, erscheint anderen als erlösende Rückkehr zu demokratischer Selbstbestimmung und Vernunft. Die Sozialwissenschaftlerin Naika Forotan spricht in diesem Sinne auch von der Verschiebung eines politischen Koordinatensystems durch eine neue Achse, welche den Umgang und die Haltung zur Pluralität thematisiere. Genau dieses Vorhaben will ich euch jetzt eigentlich vorstellen. Und zwar werde ich dann beginnen oder jetzt weitermachen mit dem theoretischen Hintergrund. Ich werde mich daran orientieren an der Cleavage-Theorie, die in den 70er Jahren aufgestellt wurde. Ich werde dann übergehen zu der Frage, inwieweit Globalisierungsprozesse dann doch dazu führen können, ob nicht vielleicht gerade eine neue Konfliktlinie aufbricht, die uns wieder vor gewaltige gesellschaftspolitische Herausforderungen stellt. Ich mache einen kurzen Abriss über die Methodologie, warum ich glaube, dass Gruppendiskussionen eigentlich ein viel zu selten genutztes Instrument sind, gerade in den Sozialwissenschaften, gerade bei politischen Fragestellungen. Ich werde dann kurz darstellen, wie ich meine Daten erhoben habe. Das Ganze fand vor einem Jahr statt im Rahmen meiner Bachelorarbeit in Passau. Und werde dann, soweit noch Zeit, mehr oder minder ausführliche Ergebnisse darstellen und am Ende einen Ausblick wagen aus verschiedenen Perspektiven. Einerseits aus demokratietheoretischer Perspektive, was wir tun sollten. Ich finde, wir sollten Normativität und das Verhältnis von Wissenschaft und Normativität neu denken und nicht klar voneinander trennen. Ich halte das einerseits für unmöglich. Andererseits auch sogar für gefährlich, wenn wir uns die ganze Zeit darauf zurückziehen, zu sagen, dass wir nur Fakten beschreiben, ohne irgendeinen gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch zu verfolgen. Aber wir müssen kontrovers bleiben. Aber Neutralität ist, glaube ich, eine Illusion. Aber das ist eine Diskussion, die wir vielleicht später noch führen können. Und werde dann noch eben einen kleinen Ausblick dahingehend wagen, was es denn eigentlich für Ansätze gibt, wie wir denn eigentlich mit diesen neuen Herausforderungen umgehen können. Cleavages, ganz knapp erstmal, werden von Lipset und Stein hier definiert als Conflicts and Controversies. Die also entstehen können aus einer großen Vielfalt der Beziehungen in dem Sozialgefüge. Aber nur ein paar sind eben in der Lage, das politische System so zu polarisieren, dass daraus eben auch nachhaltige Konfliktlinien entstehen. Diese These der eingefrorenen Parteisysteme, die quasi seit den 1920er Jahren verhältnismäßig stabil sind, gerade dominant bei uns ist vor allem die Linie zwischen Kapital und Arbeit. Da wird die These formuliert, naja, das bleibt nach wie vor dominant, das bleibt nach wie vor bestimmt. Weitere Konfliktlinien sind zum Beispiel Zentrum-Peripherie, wie wir es gerade in Frankreich auch stark sehen, zwischen Paris und dem Rest, zwischen Staat und Kirche, also im Konfliktfeld Säkularisierung, zwischen Stadt und Land, gerade das ist ein Thema, was hier auf diesem Kongress jetzt immer wieder angesprochen wurde, oder eben, wie gesagt, zwischen Arbeit und Kapital. Also finden diese Konfliktlinien ihren Ausdruck in dem Zusammenhang zwischen der, Zitat, politisierten Sozialstruktur und den individualpsychologischen Bindungen der Menschen an Parteien. Aber eben auch nicht nur an Parteien, sondern eben auch zum Beispiel an soziale Bewegungen. Zentral ist es eben, dass es eine Politisierung über eine gewisse Dauer hinweg gibt und dass es eben nicht nur temporär salient werdende Themen sind, die einfach mal aufploppen und wieder verschwinden. Cleavages haben danach drei zentrale Merkmale. Das erste ist die Sozialstruktur, das, was ich eben schon mal meinte, also es gibt irgendwie einen Zusammenhang eben zwischen dieser politisierten Sozialstruktur und den individuellen Menschen. Ich könnte das über einen methodologischen Individualismus verargumentieren, der aus anderen Blickwinkeln heraus aber auch wieder problematisch ist. Und es ist gleichzeitig aber auch kein Argument, dass sozialstrukturelle Merkmale unmittelbar auf politisches Verhalten wirken, sondern vielmehr, dass, Zitat, sie sich über die politischen Deutungsleistungen der verschiedenen sozialen und gesellschaftlichen Gruppierungen, die sich entlang dieser Konfliktlinien organisieren, politisch wirksam werden. Zitat Ende. Das zweite ist ein zentrales normatives Element, also eine gemeinsame Erzählung, ein gemeinsames Narrativ. Irgendwas, was zusammenhält. Also eine Formierung von einer Gemeinsamkeit, die ausformuliert ideologisch sein kann, aber auch sich über diffus konstituierende Weltanschauungen geschehen kann. Es geht da vor allem um das Selbstbewusstsein von sozialen Gruppen, gar nicht im Sinne von einer Stärke, von einer Kohärenz, sondern vielmehr von einem sich seiner Selbstbewusstsein,
der involvierten sozialen Gruppen. Der dritte Punkt der organisationalen Institutionalisierung spiegelt eigentlich das beides wider. Also es gibt Strukturen, es gibt Institutionen, die das Ganze nachhaltig festigen und dadurch auch wieder reproduzieren. Und das auch immer in diesem Spannungsfeld, mit Giddens gesprochen, zwischen Stabilität und Wandel. Also es stabilisiert, aber es muss eben auch irgendwie neue Konfliktlinien, neue Fragestellungen kanalisieren. Die Frage ist, gelingt das gerade? Was sich als zentralen Prozess in der heutigen Zeit ausmachen würde, wäre eben Globalisierung. Globalisierung ist jetzt erstmal ein problematischer Begriff. Ulrich Beck meinte dazu 1997, Zitat, Globalisierung ist das sicher am meisten gebrauchte, missbrauchte und am seltensten definierte, wahrscheinlich missverständlichste und nebulöseste und politischste, wirkungsvollste Schlag- und Streitwort der letzten, aber auch der kommenden Jahre. Ich glaube, er hat damit recht behalten. Michael Zürn wiederum kritisiert an dem Begriff der Globalisierung, dass er auch wieder irgendwie so was Neokolonialistisches in sich trägt. Also er propagiert so eine Art globale Dimension des Globalisierungsbegriffs von einer Gleichzeitigkeit der Geschwindigkeiten, was glaube ich nicht zwingend so sein muss. Er schlägt als Alternative die gesellschaftliche Denationalisierung vor. Es handelt sich dabei weder um automatischen Prozess, noch einen sich selbst verstärken, also nicht einen sich zwingend selbst verstärkenden Prozesse, die sozial geschehen, können auch sozial verändert werden. Es ist keine Zwangsläufigkeit. In der Literatur finden sich dazu drei zentrale Standbeine von dieser Globalisierungsthese. Das erste ist wirtschaftlich gesehen. Ich habe es jetzt nur mal so als Schlagworte zusammengefasst. Wir haben eine zunehmende Transnationalisierung und Liberalisierung des Waren- und Kapitalverkehrs, was über Grenzen hinweggeht. Wir haben das Entstehen global ausdifferenzierter Netzwerke, zum Beispiel auch von Produktionsketten, und die Zunahme selektoraler und globaler Konkurrenzen. Sektoral meint vor allem, dass Sektoren, wie zum Beispiel die Agrarindustrie, die massiv subventioniert ist, in Deutschland oder Europa, im Zuge von dem zunehmend globalen Warenverkehr immer weiter unter Druck gerät. Wir merken das zum Beispiel auch bei der Solarindustrie, die in Deutschland komplett eingestampft wurde, weil man einfach gegen China als ein autoritär, dann doch in Teilen kapitalistisches System oder kapitalistisch geöffnetes System nicht mehr wirklich gut funktionieren kann. Also wir merken, dass irgendwie Demokratie leider Gottes dann irgendwie dann doch auf Kapitalismus angewiesen ist, wenn man das als individuelle Freiheit versteht. Aber man merkt im Moment auch, dass autoritäre Regime auch mit Kapitalismus funktionieren können, nach außen und dabei aber effizienter sind. Da gibt es einen Clash. Und wir merken, Demokratien sind da im Moment gerade unter Beschuss. Wir haben die Zunahme dieser Konkurrenzen aber eben nicht nur auf der organisationalen Ebene, sondern auch in einer Rückwirkung auf die individuelle Ebene. Oliver Nachtwell schrieb in seiner Analyse Die Abstiegsgesellschaft 2016, Zitat, die Statusängste der Mitte führen mitunter zu ökonomistischen Deutungen, zu negativer Klassifikation und zur Abwertung schwächerer Gruppen. Die Mitte kündigt zum Teil die Solidarität mit den Schwächeren auf. Indem sie sich abgrenzt, vergewissert sie sich ihrer selbst. Wo vorher noch eine gewisse Liberalität herrschte, weicht nun rigorosen Vorstellungen von Moral, Kultur und Lebensführung. Man ist generell weniger geneigt, die Diversitätsvermutungen der Gesellschaft hinzunehmen. Und auch wenn, nicht nur, jetzt eben dieser organisationale Globalisierungsaspekt auf wirtschaftlicher Art betrachtet werden kann, kann das eben auch sehr stark auf individuelle Prozesse zurückgehen. Da geht es dann halt um Arbeitsplätze, da geht es um Lebensentwürfe, da geht es um Zukunftsplanung. Das macht was mit Menschen. So steht sich also vermeintlich nach dieser Cleavage eine Position der neoliberalen Befürwortung des Freihandels einer Position gegenüber, die sich für den Schutz der nationalen Märkte einsetzt. Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch als westlicher Demokratie Donald Trump. Der zweite Punkt ist soziostrukturell. Also es geht zusammen mit Prozessen der 68er-Bewegung, die dadurch unter anderem ihren Ausdruck, aber auch ihre Verstärkung fanden. Also in Prozessen der Liberalisierung der Lebensführung, in einer Pluralisierung der Lebensformen, Individualisierung, postmaterialistischen Werten im Zuge der stillen Revolution und aber auch im Zuge von Migrationsbewegungen. Verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen kommen aufeinander zu oder müssen mehr oder minder miteinander leben. Sie müssen aushandeln, was eigentlich gemeinsame Regeln des Zusammenlebens sind. Das ist nicht mehr konfliktfrei. Im soziokulturellen Bereich haben wir also eine Kontrastierung einer universalistischen oder einer multikulturellen Position mit der Verteidigung nationaler Kulturwerte und der demokratischen und der sozialen Grundrechte der nationalen Bevölkerung. Da geht es um Vorrechte, um Staatsbürgerschaftsrechte. Als dritten Punkt wird die politisch-institutionelle Globalisierungsperspektive betont. Sigmund Baumann spricht in diesem Kontext von einer Erosion der territorialen Souveränität. Zudem kommen dann noch neben diesen Denationalisierungsstrukturen auch Supranationalisierungsstrukturen hinzu. Also Machtzentren verlagern sich. Demokratie und, oder Nation und Demos sind nicht mehr deckungsgleich. Da tut sich gerade wieder was. Und dadurch wird eben politische, oder da wird eben Politik nicht nur transnationalisiert,
sondern gerade auch transformiert. Und das ist ein Prozess, der ist auch wieder sehr konfliktgeladen. Wir haben da zeitgleich auch wieder extreme Hysteresis, also Verzerrungseffekte oder Nachzüglereffekte zwischen dem wirtschaftlichen System und dem politischen System. Das politische System hinkt hinterher. Es reagiert, es wird nicht mehr wirklich als autonom wahrgenommen von Teilen der Bevölkerung. Auch das ist ein Problem. Wirkmächtigkeit ist in der politischen Kultur ein zentrales Motiv. Wirken zu können. Wenn meine Stimme nichts ändert, weil wir sowieso eingebunden sind in ein Geflecht von inter-, supra- oder denationalen Prozessen, warum soll ich dann noch zur Wahl gehen? Ein bisschen zugespitzt formuliert. Ulrich Beck wiederum sprach in diesem Hinblick, also im Hinblick auf diese letzte Dimension, von einem Demokratiedilemma. Und er ahnte, dass sich, Zitat, dementsprechend neue Konfliktquellen öffnen, deren Brisanz niemand unterschätzen sollte. Was heißt das jetzt im Kontext von dieser neuen Konfliktlinie? Bei der Sozialstruktur wird es schwierig. Wir haben irgendwie keine klaren Klassen. Wir haben vielleicht Milieus. Oder die Frage ist, wie definiert man das denn eigentlich? Was ist das passende Ding? Wir merken auch, dass die AfD, so diese gängige These, vor allem von der unteren Mittelschicht gewählt wird, den Menschen, die gerade noch was zu verlieren haben. Aber dass es auch irgendwie da so ein Stück weit jenseits von Stand und Klasse wirkt. Also es ist kein, wie ich eben auch schon meinte, kein Zwang dann zu dieser gewissen politischen Haltung. Also es bedeutet in Bezug auf Cleavages eine abnehmende Prägekraft der traditionellen sozialstrukturell verankerten Cleavages für das Wahlverhalten. Also es will nicht so ganz funktionieren, diese neue Konfliktlinie anhand der Sozialstruktur exakt zu verorten. Es mangelt an einer, Zitat, eingrenzbaren Milieustruktur, die sich politisieren ließe. Aber dennoch kann man, glaube ich, sagen, dass die Sozialstruktur in diesem Punkt vorhanden ist. Und zwar dadurch, dass Parteien, gerade explizit zum Beispiel auch die AfD, sich jetzt wieder da einer Klasse annehmen möchte. Dadurch, dass sie sich jetzt, als wie Höcke das formuliert hat, sich dem kleinen Mann annähern möchte. Das ist wieder ein spannender Punkt. Also da geht es mir eher um diskursive Annäherung als um de facto Wählerschaften. Und das Ding ist, auch wenn sich gerade beide Pole um diese, also beide, alle Gruppen um diese Pole durch eine relative Heterogenität auszeichnen, also quasi quer zu den bestehenden sozialen Klassen und Schichten, so kann dann trotzdem aufgrund dieser diskursiven Annäherung die Sozialstruktur zumindest in Teilen bejaht werden. Normatives Element, das mache ich mal ganz kurz, weil die Zeit schon wieder drängt. Wir sind das Volk und ihr nicht. Das ist ein ganz spannendes Ding von Inklusion und Exklusion. Und wir vertreten die Wahrheit und ihr nicht. Dieser zutiefst antipluralistische Anspruch, wir stehen für die Wahrheit. Mut zur Wahrheit, all das sind so Slogans, die da eine ganz starke Abgrenzung formatieren. Und das Spannende bei Wir ist das Volk ist, dass es nicht nur, also das ist einerseits dieses in Anlehnung an die DDR-Semantik ein vermeintlich emanzipatorisches Moment inneträgt, aber auch, dass wenn ich sage, wir sind das Volk und wir haben die Wahrheit erkannt und du hast eine andere Meinung, hast du die Wahrheit nicht erkannt und bist nicht Teil des Volkes. Es wird nicht kritisiert, was gesagt wird, es wird kritisiert, das, was gesagt wird. Und das ist gefährlich, aber ich glaube, das ist klar. Also wir können auf der Gegenseite so eine Art gemeinsame, mehr oder minder klar geschlossene Querfront gegen die AfD entdecken. Wir hatten eine Positionierung der Kirchen, dazu komme ich gleich bei dem organisationalen Moment nochmal. Wir können also fast von einer fast polemisch gesprochenen Spaltung zwischen Gutmenschen und WutbürgerInnen sprechen. Was passiert organisational? Das war besonders spannend. Ich hatte die Gründung der AfD angesprochen, dazu gehört auch Pegida, das Schnüren von neuen ideologischen Paketen für sogenannte ModernisierungsverliererInnen. Wir hatten die Auflösung der Kleinstpartei Die Freiheit, eine rechtsextreme Kleinstpartei, explizit um die AfD zu stärken. Wir hatten Protestbewegungen wie Candles überall, wir hatten die Ereignisse in Chemnitz, wir hatten brennende Geflüchtetenheime. Also leider war das dann doch eine recht erfolgreiche Politisierung. Diese spannende These vom Repräsentationsdefizit auch. Das ist halt die Frage, ob die wirklich so zutrifft. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eben eine Gründung von Helferkreisen, gerade im Zuge der Geflüchtetenbewegung. Ich war in Passau damit, also das ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich habe es in Passau eben aus einer eher aktivistischen Perspektive erfahren können, was da passiert, was das mit Gemeinschaften macht, wie Helferkreise zusammenwachsen. In Passau ist es zum Beispiel so, dass Studierende und Einheimische extrem voneinander getrennt sind. Wir hatten 2013 das Hochwasser, da hatten wir eine gemeinsame Aufgabe. Der Campus war überschwemmt, es funktionierte. Dann hat man wieder früher die Polizei gerufen, wenn zu lange gefeiert wurde. So ging es weiter. 2015 hat es wieder wunderbar funktioniert. Viele Einheimische haben tagsüber gearbeitet, viele Studis nachts. Mittlerweile geht es wieder zurück. Aber gerade dieses Temporäre, da sind Gemeinschaften entstanden. Wir hatten auf Parteiebene spannende Prozesse, nämlich diese Spaltung zwischen der CDU und der CSU, zwischen Seehofer und Merkel, diesen diskursiven Disput, das war spannend. Da ging der Riss durch die Union durch. Der Riss zwischen Seehofer und den Kirchen,
die sich dann doch auf einmal überraschend stark politisch positioniert haben. Angela Merkel ja für ihre Rolle als integrative Kanzlerin ja irgendwie dann auch. Auf einmal hat sie dann doch recht stark Position bezogen, als sie gesagt hat, wir schaffen das. Auch ein sehr starkes Narrativ. Wir hatten den Ruck irgendwie in der Linkspartei, die ein bisschen in Panik geriet, als dann doch irgendwie recht viele Wählerinnen und Wähler zu der AfD überliefen. Ausdruck dafür ist zum Beispiel Sarah Wagenknecht, der dann auf einmal von, Zitat, objektiven Kapazitätsgrenzen, Zitat Ende, sprach. Also der Riss ging sogar durch diese klassischen Links-Rechts, durch diese klassischen Arbeit- und Kapitalkonfliktlinien hindurch. Was könnte noch ein Indiz sein, dass es diese neue Konfliktlinie gibt? Seht ihr die wichtigsten Probleme in Deutschland? Hier ist lange Kapitalarbeit oder die Arbeitslosigkeit vor allem, was sich da subsumieren lässt. Aber dann die gelbe Linie, die auf einmal extrem ansteigt zwischen mit der Kategorie Ausländer, Integration, Flüchtlinge. Das Ganze hat einen Haken. Zwar sinkt es hier zwar ab, hier kann es sich jetzt vielleicht halten, was aber neu kommt, ist das Thema Umwelt. Auch da kann die Frage diskutiert werden können, wird es gelingen, das als nachhaltige Konfliktlinie zu integrieren? Ich weiß es nicht. Also das würde ich offen lassen an der Stelle. In der Literatur finden Sie zu dieser neuen Konfliktlinie zudem noch andere Punkte. Also wir haben andere Benennungen dafür. Wir hatten diese Benennung von Öffnungen oder offenen Positionen und Schließungen und Protektionismus zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus, also gerade zwischen Nationalismus und Regionalismus. Auch das lässt sich auf andere westeuropäische Demokratien anwenden. Beispiel, Zeit. Wir hatten die Teilung noch in Anywheres und Somewheres, also die mobil sind und die es nicht sind. Die flexibel sind und die gebunden sind, die nicht einfach ausweichen können. Zwischen Multikulturalismus und Kulturessentialismus, zwischen differenziellem Liberalismus und Ethnozentrismus. Als ich über den Campus gelaufen bin, ich glaube vorgestern, ist mir folgendes Graffiti über den Weg gelaufen. Alles bewegt sich. Und ich glaube, wenn sich auf Makroebene was bewegt, bewegt sich auf der Mikroebene wahrscheinlich auch irgendwas. Meine Forschungsfrage lautet daher wie folgt: Auf der Grundlage dieser Neustrukturierung des nationalen politischen Raums mit der Institutionalisierung einer neuen parteipolitischen Achse zwischen Integration und Demarkation müsste sich diese Entwicklung auch auf der Ebene der direkten Diskussion zwischen andersdenkenden BürgerInnen nachweisen bzw. nachweisen lassen. Falls ja, wie geschieht das? Welche Themen sind dominant? Welche Themen werden voneinander gesprungen oder verbunden? Hui, ich weiß gar nicht, warum ich Zeitdruck habe. Methodologie, also warum halte ich eine Gruppendiskussion für zentral? Ich berufe mich auf den symbolischen Interaktionismus, der auf George Herbert Mead erstmal basiert und von Herbert Blumer dann ausformuliert wurde, der auf drei Prämissen basiert. Die erste Prämisse besagt, dass Menschen Dingen gegenüber auf der Grundlage der Bedeutung handeln, die diese Dinge für sie besitzen. Unter Dingen wird weiter hier alles verstanden, was der Mensch in seiner Welt wahrzunehmen vermag. Also sind eigentlich Menschen in der Hinsicht auch verdinglicht in der Wahrnehmung. Die zweite Prämisse besagt, dass die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr entsteht. Klassischer Sozialkonstruktivismus. Die dritte Prämisse besagt, dass diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozess, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen oder eben Personen benutzt, gehandhabt und abgeändert werden. Also zentral ist dieser Prozess des Aufeinanderabstimmens, sich in Einklang miteinander bringen, wenn man mit Hartmut Rosa ankommen möchte. Bedeutungen gehen also so, Zitat, aus dem Interaktionsprozess zwischen verschiedenen Personen hervor und gewinnen an einer sozialen Kontextuierung, Zitat Ende. Wichtig ist, dass bei Nicht-Übereinstimmung es zu Dissonanzen kommt, die ausgehandelt werden. Das ist Politik. Auch gerade im Politischen wird es spannend, dass ja eigentlich, wenn Demokratie oder demokratische Politik als das System der Verhandlung begriffen wird, über die allgemeingültigen Entscheidungen ausgehandelt werden, über einen diskursiven Austausch eben, sogar grundlegend angewiesen ist. Daraus erwächst Legitimation, stabilisiert. Es ist also eine Art a posteriori Gemeinwohlkonstituierung. Im Austausch miteinander zeigen sich politisch Andersdenkende ihre jeweiligen subjektiven Weltsichten an und konstituieren auf diesem Wege politische Wirklichkeiten und treten in einen Aushandlungsprozess, den Pierre Bourdieu 1985 den Kampf um die Durchsetzung der legitimen Sicht von sozialer Welt nannte. So sah das aus. Ihr seht, das ist eine künstliche Situation. Also es war im Fernsehstudio der Uni. Ich hatte 6 Teilnehmende. Spannenderweise sogar genau so saßen, wie sie sich selbst eingeordnet haben. Dazu komme ich gleich nochmal. Das heißt, B1 und B2 haben einen integrativen Pol vertreten, B5 und B6 einen demarkationistischen und B3 und B4 waren irgendwo dazwischen. Deswegen auch hier vorab, ich habe keinerlei Anspruch auf Repräsentativität. Ich kann lediglich Indizien ableiten, was hier eigentlich passiert, gerade in dieser Gesellschaft. Dennoch können wir daraus eben Hinweise ziehen, was oder wie wir damit umgehen können. Wie habe ich die Teilnehmenden ausgewählt? Erstmal nach der Forschungsfrage, eben nach der politischen Heterogenität. Also es gab informelle Vorgespräche, zum Teil in Passau, zum Teil in München, zum Teil in Nürnberg, eben zu dieser Zusammenstellung dieser künstlichen Gruppe.
Und die Teilnehmenden kannten sich zuvor nicht. Also das Treffen war einmalig und oberflächlich. Und bei Gruppendiskussionen, deswegen finde ich die so sympathisch, sollte es nach Pollock, Zitat, vermieden werden, Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen in eine Isoliertheit zu studieren, in der sie je kaum vorkommen. Natürlich hätte ich denen alle Fragebögen geben können. Aber das ist nicht politisch, das ist nicht Interaktion, das ist nicht Rechtfertigung, das ist nicht Widerspruch. Und genau das ist das, was uns eigentlich so vor große Herausforderungen stellt. Das zweite Kriterium war für mich, dass sie keine aktive Ausübung eines Parteiamts vollführen, weil ich da keinen Rollenkonflikt da haben wollte. Also ich wollte nicht, dass Parteiprogrammatiken explizit als solche vertreten werden, sondern dass sie als Bürgerinnen und Bürger da sitzen und miteinander ins Gespräch kommen. Nichtsdestotrotz, ich hatte Personen dabei, die sich bei Klimabewegungen, bei radikalen Klimabewegungen engagieren. Ich hatte eine Frau dabei, die bei Pegida München mit aktiv war. Und habe eben die Teilnehmenden darüber gewonnen, über eigene Verwandlungen eben Passer- und Schneeballeffekte, wie es heute bei einer anderen Diskussion, die vorgestellt wurde, auch schon, bei einem anderen Interviewprojekt auch schon vorgestellt wurde. Zu den Rechten, ganz plakativ gesagt, hatte ich einen Zugang, weil ich vor 2 Jahren auf dem Soziologiekongress auch schon ein Projekt vorgestellt habe, wo ich Pegida und 68er miteinander verglichen habe. Wo ähneln sich da die Protestbewegungen eigentlich? Nicht inhaltlich, sondern strategisch. Hatte darüber also schon Zugang zum Feld, den ich wieder so ein bisschen antickern konnte. Es war pro Lager jeweils ein Mann und eine Frau problematisch. Also ich habe einen Vorabfragebogen ausfüllen lassen mit auch einigen soziografischen Merkmalen. Problematisch sind alles Studierende oder Studierte, Altersspanne von 20 bis 54, glaube ich. Und das ist durchaus ein Problem. Aber es ist, wie gesagt, nicht aussagekräftig. Also nicht repräsentativ, aussagekräftig schon. Wie sah das aus, wenn man hier diese Art klassische Links-Rechts-Skala hat? Das ist auch nicht unproblematisch. Haben sich B2 und B1 bei der 2 lokalisiert, B3 bei der 4, B5 bei der 6 und B5 und 6 bei der 8. Es ist nicht unproblematisch, weil eben auch die Mitte immer Objekt gesellschaftspolitischer Kämpfe ist und auch deswegen immer umkämpft ist. Wir erinnern uns vielleicht an diese Äußerung von Lutz Bachmann, der gesagt hat, Pegida sei weder links noch rechts, was spannenderweise bei der Klimabewegung gerade auch wieder formuliert wird. Da wird gesagt, nee, wir sind eigentlich größer, wir sind breiter, wir sind jenseits von diesen alten Strukturen. Das ist eigentlich spannend, weil eigentlich Parteistrukturen auf solche Strukturen angewiesen sind, die sie die Orientierung liefern. Eine Vorerhebung mittels alten Batterien, die solche Einstellungen besser erfassen können, das wäre sicherlich zweifelsfrei besser gewesen. Ich habe mich in meiner Rolle als Moderator lediglich auf kurze Stimuli beschränkt. Also ich habe Themen eingeworfen, aber die dann weitestgehend losgelassen. Das waren 4 Themen. Also zum Beispiel sowas wie Asyl, Integration, Geflüchtete, Islam, Multikulturalismus, Auswirkungen von Globalisierungsprozessen auf Ökonomie, Politik und Kultur, religiös und politisch motivierter Extremismus. Die Rolle der Teilnehmenden ist dabei zentral, denn sie zieren ihre Legitimität, das, was sie sagen, ist legitimiert, dadurch, dass sie ihren Bezug zur Wirklichkeit haben. Auch wenn es eine künstliche ist, auch wenn eine Kamera drauf gehalten ist. Sie bleiben Menschen und TrägerInnen ihrer Wirklichkeiten. Und so gibt es aber dennoch berechtigte Vorwürfe gegenüber dieser Methode, weil sie methodologische Unzulänglichkeiten aufweist, leider zum Beispiel in der intersubjektiven Kontrollierbarkeit der Auswertung. Jede Diskussion ist anders. Das ist auch schwierig. Aber eben auch schön, weil es, glaube ich, der Wirklichkeit eher gerecht wird, die wir eigentlich erforschen sollten. Wie habe ich die Daten verfügbar gemacht? Es war eine 2-stündige Diskussion und habe dann eine skalierende Strukturierung durchgeführt. Wie sieht das aus? Ich habe diese 3 Dimensionen quasi deduktiv als Oberkategorien genommen, also ökonomisch, soziokulturelle Dimensionen und politisch-institutionell, und habe dann induktiv am Text verschiedene Issues herausgearbeitet. Ich werde euch das gesamte Kategoriensystem gleich nochmal zeigen. Skalierend ist daran, dass ich jetzt jeweils pro Thematisierung hier eine Skala aufgemacht habe. Also zwischen Integration, neutral oder ambivalenten Positionen und demarkationistischen Positionen. Und dann eben noch eine Auffangkategorie, die ich jetzt unklar benannt habe. So sah das Ganze jetzt aus. Es waren 2 Stunden, da wurden ziemlich viele Themen abgehandelt. Ich werde euch ein paar davon jetzt vorstellen, soweit ich noch dazu komme. Und zwar zu folgenden. Freiheit und Protektionismus. Das ist ein spannender Punkt eigentlich, weil es hier eigentlich kaum die erwartete Polarisierung gab. Die klassischen Linken, sage ich mal, die ich integrationistische Positionen unterstellt habe, haben sich viel mehr dagegen geäußert. Also es gab eigentlich niemanden, der in dieser Gruppendiskussion für einen offenen und globalen Freihandel sich positioniert hat. Es gab vielmehr eine, gerade auch aus dem linken Bereich, eine Kritik an globaler Ungleichheit, die witzigerweise auch von B5 geteilt wurde. Zitat, Wachstum ja, aber auf wessen Kosten? Ja? Wir werden ja auch hier, wenn es so weitergeht, wir werden unseren Lebensstil nicht erhalten können. Und wir sollten es auch nicht. Wenn wir schon so viele Menschen hier reinlassen, dann sollten wir auch teilen.
Also es gab keine klare kosmopolitisch-liberale Positionierung. Es scheint vielmehr irgendwie eine Gemeinsamkeit, um den Punkt zu kreisen, dass Außenhandel dann doch irgendwie Verteilungseffekte der Globalisierung evoziert. Nächster Punkt. Das Gesellschaftsmodell bezüglich Migration. Es entfaltete sich vor allem im Begriff Leitkultur, wo B5, also wieder einer der rechten Akteure, ein assimilatorisches Grundverständnis anstrebte. Zitat: Es geht um die Sprache, es geht um die Tradition und es geht um die Geschichte, die vorher war, die europäische Geschichte. Europa hat eine gewisse Stelle auf der Welt und die Kulturen sind auch wichtig. Naja, wir können ja auch nicht sagen, wir haben ja keine Kultur. Und dann ironisch: Nein, wir werden die Tische abschaffen, wir tun wieder Decken auf den Boden und dann essen wir vom Boden. Und alle an einer Schüssel. Nein, es gibt eine Kultur, die sollte man aufrechterhalten. Das stieß verständlicherweise auf einen sehr großen Widerspruch bei B1 und B2, die darin vor allem einen instrumentellen Charakter sahen, in einer Abgrenzung zwischen dem Wir und dem Die, wo das Die verständlicherweise abgrenzend gemeint ist. Es gab darüber hinaus, gerade von dem integrationistischen Pol, eine Wertschätzung der Verwirklichung von Kollektivrechten von Minderheiten, zum Beispiel von Religionsfreiheit. Die zentralen politischen Bezugsobjekte, dazu komme ich gleich noch. Integration wurde hier als Mammutaufgabe aufgenommen, dieser Frame wurde bestätigt, der von der rechten Seite eingeworfen wurde, die aber zu bewältigen sei. Zitat: Sicherlich also eine Mammutaufgabe natürlich, aber ich sehe keinen Grund, warum diese Mammutaufgabe nicht bewältigt werden sollte. Es gab also hier eine große Einigkeit, aber dennoch zwischen diesen beiden Polen, die eigentlich sich grundverschieden schienen, dafür, dass es dann doch einen gesellschaftlichen Grundkonsens geben sollte, wie Menschen miteinander leben. Die wurden halt unterschiedlich definiert, aber auf einem abstrakten Level. Haben auch alle Religionsfreiheit unterstützt. Auch das spiegelt sich mit quantitativen Daten wider, wo Religionsfreiheit in einer breiten Masse der Bevölkerung zugestimmt wird, aber die Frage, ob ein Kopftuch im öffentlichen Raum getragen werden sollte, also sobald es konkret wird, dann nimmt es rapide ab. Auch das ist ein Problem. Also wurden unterschiedliche Maßstäbe angelegt, zum Beispiel geltendes Recht, Rechtsstaatlichkeit oder eben auch kulturelle Konventionen, kulturelle Normen, wenn man so will. Beim Themenfeld Islam oder bei dem Bezug zum Themenfeld Islam hatten wir bei B5 erhebliche Abwehrreaktionen mit Andreas Zick gesprochen, der geprägt von Zitat, Gefühlen der Bedrohung der eigenen Bezugsgruppe und ihrer Symbole und Interessen durch Zuwanderung. B5 spricht dabei dem Islam den Gehalt als Religion oder die Natur als Religion ab, sondern spricht von einer politischen Ideologie mit einem Eroberungsanspruch. Zitat, Islam ist gleich Unterwerfung. Die Kodierung des Islams als kulturfremde Bedrohung sah dabei wie folgt aus. Der Islam hat sich schon ausgebreitet in 57 Länder und ich muss ehrlich sagen, ich will kein islamisches Land hier in Deutschland oder in der Schweiz. Ich will das nicht. Dabei gab es aber einen Clash zwischen B5 und B6. B6, tief überzeugter Katholik, aufgewachsen im ländlichen Raum Bayerns, hat dann auf einmal sehr stark... Oder gab es eine Frage? So, okay. Es gab zwischen B5 und B6 in der Hinsicht einen Clash, dass B6 als seines Zeichens Katholik dann doch gesagt hat, naja, denen müssen wir das auch irgendwie zugestehen. Also, und zumindest wollen wir das halt nicht in der Schule haben, wir wollen auch in der Schule irgendwie keinen Religionsunterricht. Da gab es irgendwie eine spannende kleine Spaltung zwischen den beiden Rechten. Also diese Trennung zwischen Staat und Kirche, die einte die beiden demarkationistischen Pole, die einte sie aber auch wiederum mit B1 und B2. Ui. Ich spring mal ein bisschen. Ganz kurz zum Thema Feminismus, Antifeminismus. Es kam das Thema Gendern auf, wo das Erwartete passiert ist. Die integrationistischen Pole haben sich sehr stark für eine geschlechtergerechte Sprache eingesetzt. B5 und B6 sehr stark dagegen. Ihr merkt schon, dass ich die Mitte kaum erwähne. Auch dazu komme ich gleich noch ganz kurz. Also B6 äußerte sich deswegen zum Beispiel, muss ich jetzt MenschInnen sagen und FrauInnen? Also es war jetzt schon eine sehr emotionalisierte Debatte. Es gab aber doch einige Kodierungen, wo sich B5, die ähnliche Äußerung getroffen hat, sehr stark feministisch in Anführungsstrichen geäußert hat. Und es zeigt sich in jedem Feld ausschließlich nur im Themenbezug Islam. Also eine vermeintlich emanzipatorische Wirkung gegen diese politische Ideologie in Anführungsstrichen. Und gerade dann, wieder zurück zum Thema geschlechtergerechter Sprache, gibt es eine ganz große Umkodierung von B1 und B2, die politische Korrektheit eben nicht als Einschränkungen sehen, sondern als Errungenschaft. Zitat, ich finde es sehr bescheuert, weil die politische Korrektheit zeigt, dass wir gesellschaftliche Errungenschaften haben, dass wir sensibel werden für solche Beleidigungen, dass man eben sagt, okay, es ist nicht in Ordnung, wenn ich die einzig schwarze Person im Raum dann das schwarze Schaf nenne. Dann kann das bei ihr zu Minderheitsgefühlen führen. Und das ist total gut, dass ich dann darauf Rücksicht nehme. Also politische Korrektheit ist eine Errungenschaft und ich bin lieber Gutmensch als Arschloch. Zentrale politische Bezugsobjekte, und das wird demokratietheoretisch wieder spannend. Worauf bezieht man sich?
Während im, in Anführungsstrichen, linken Ideennarrativ es ganz zentral ist, dass es eine Gleichheit, eine Egalität gibt, die betont wird, eine Egalität der Menschen, gleichzeitig eben auch in ihrer Verschiedenheit, dann wird es eigentlich spannend, dass wiederum gerade die demarkationistischen Akteure hier auf ein Objekt beziehen, was sie zum Beispiel Volk- oder Staatsbürgerschaftsrecht nennen. Also das egalitäre Menschsein steht dem exklusiven Volk gegenüber. Zentral oder spannend dabei ist noch, dass es extrem viele Themenumschwünge gab. Ich habe einen Impuls gegeben, zum Beispiel zu direktdemokratischen Elementen auf Bundesebene, ohne inhaltlichen Fokus, also ohne, würdet ihr da eine Volksabstimmung befürworten oder nicht? Und das Thema ist über das Sexualstrafrecht und sexualisierte Gewalt von MigrantInnen auch wieder auf das Thema Migration gekommen. Und das ist 3 oder 4 Mal innerhalb dieser 2 Stunden passiert. Ich bin der Meinung, dass man das durchaus als Indiz dafür werten kann, dass wir eine Kulturalisierung ehemals kapitalorientierter Konfliktlinien haben. Das Ganze wird auch von B4, einem der mittigen Akteure, wo ich jetzt drauf zu sprechen komme, thematisiert. Was mich jetzt aber ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass wir von dem eigentlichen Impuls zur Vergewaltigung gekommen sind. Diese Kausalität möchte ich definitiv nicht bestehen lassen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn wir diese beiden Themen in einer so engen Distanz miteinander diskutieren. Warum habe ich die Mitte so wenig erwähnt? Ich habe die quantitativen Redeanteile ins Verhältnis gesetzt. Bumm. Die Mitte ist hier quasi tot. Wenn man das zusammenfasst, sind es ungefähr 9%. Jetzt kann man natürlich überlegen, woran kann das liegen? Vielleicht haben die Ränder stärkere politische Bezugsgruppen, haben stärker politische Narrative, auf die sie zurückgreifen können, die klarer sagen, was richtig und was falsch ist. Dann kann man jetzt Mutmaßungen anstellen oder andere Forschungen vollführen. Auf jeden Fall kann man sagen, das ist ein Problem. Und da werde ich normativ. Ich komme zum Ende. Ich finde, diese Konfliktlinie, die sich in der makrosoziologischen Forschung dargelegt hat, sich auch in dieser Gruppendiskussion wiederfinden lässt. Dabei gibt es eine klare Dominanz soziokultureller Themen der Zugehörigkeit und der Diversität bzw. der Homogenität, wobei sich weitere Themen wie zum Beispiel ökonomische und politische Globalisierungsimplikationen anlagern. Das ist ein Indiz zu dieser Herausforderung, die wir gesellschaftspolitisch haben, nämlich dass wir die zentripetalen gesellschaftspolitischen Kräfte stärken. Und zwar ist es ganz spannend, weil wir eigentlich ein Anwachsen des demokratischen Milieus haben. Die Daten sind ja schon ein bisschen älter, 2016 Mitte-Studie von Decker und Brehler. Ihr seht bei 1 und 2 das moderne und das konforme Milieu, die hier noch recht nah beieinander liegen. Es wird hier das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen angegeben und hier die Gewaltakzeptanz. Wir haben hier durchaus ein Auseinanderdriften und wir haben massives Anwachsen des demokratischen Milieus. Warum machen wir das nicht sichtbar? Wir haben da ein neues Repräsentationsdefizit. Was können wir noch tun? Wir können Menschen zusammenbringen, sprechen miteinander. Auch da können wir in der Diskussion vielleicht noch näher darauf eingehen. Ich arbeite nebenbei in der politischen Bildung und habe deswegen auch durchaus nochmal einen vielleicht verstärkten normativen Blickwinkel darauf. Bringt Menschen zusammen, die anders denken. Es ist erstaunlich schwierig, jemanden zu hassen, der einem gegenübersteht. Es wäre auch spannend, vor diesem Hintergrund eine solche Diskussion auch nochmal durchzuführen, wenn Migrantinnen und Migranten anwesend wären. Also wenn genau diese vulnerablen Gruppen vorhanden oder da sind, die anwesend sind, um die es eigentlich geht, über die es hier geht. Sprecht miteinander, nicht übereinander. Vielleicht geht es aber auch darum, irgendwie das Politische, wie wir es lange Zeit mit Habermas deliberativ gedacht haben, nochmal grundsätzlich neu zu denken. Nach Beck gibt es nämlich eigentlich durchaus eine Anlass zur Hoffnung, wenn es so eine Neustrukturierung gibt. Da tun sich Dinge neu auf. Da kann Jugend partizipieren, wie wir es gerade erleben. Lass uns mehr Menschen irgendwie dazu bringen, dass sie sich beteiligen. Möglicherweise geht es aber auch um einen grundlegenden Paradigmenwechsel, der notwendig ist in einer sich grundlegenden, verändernden Welt. Vielleicht müssen wir Abschied nehmen von der Idee des Konsenses als normativ erstrebenswertes Ziel einer langen Zeit deliberativ gedachten Demokratie. Vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, dass Lyotard damit recht behalten sollte, als er behauptete, dass der Konsens ein, Zitat, veralteter und suspekter Wert geworden sei. Vielleicht müssen wir uns aktiv um eine Haltung bemühen, die Ambiguitäten nicht als Gefahr, sondern vielmehr als Bereicherung betrachtet. Wenn verschiedene Menschen auf Dinge schauen, sehen sie mehr. Gleichwohl, dieser Gedanke scheint uns viel abzuverlangen. Und zwar, dass wir das Verhältnis zwischen Citoyen und zwischen Bürger, zwischen Bürgerinnen und dem Politischen grundsätzlich neu denken. Ein Ansatz dafür liefert die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. Es steht nicht in unserer Macht, Konflikte ganz aus der Welt zu schaffen, der Conditio Humana zu entkommen. Es steht aber sehr wohl in unserer Macht, die Verfahrensweisen, Diskurse und Institutionen zu schaffen, die es möglich machen würden, diesen Konflikten eine agonistische Form zu geben. Also Agonismus als friedliche, friedfertige, aber dennoch kontroverse Auseinandersetzung im Gegensatz zum Antagonismus, der feindlich und feindselig geschieht.
Daher kommen wir, wenn wir das demokratische Projekt verteidigen und radikalisieren wollen, nicht darum herum, das Politische in seiner antagonistischen Dimension anzuerkennen und den Traum von einer versöhnten Welt, die Macht, Souveränität und Hegemonie überwunden hätte, aufzugeben. Ich danke euch. Und danke, dass ich so weit überziehen konnte. Meine Güte. Ja.